Aber in anderen Teilen des Körpers kann es sein, dass Knochen, Gelenke, Bänder, Faszien, Sehnen aufgebaut werden. Alles besteht aus Eiweiß. Ammoniak, weil es gibt eine sogenannte biologische Wertigkeit und das beste Kobe-Rindfleisch kann nur zu 23% aufgenommen werden. Und das heißt, wir haben auf der anderen Seite 77%, die als Abfall gelten. Und diese Stoffwechselreste, diese Stoffwechselabfallprodukte sind Stickstoff, Ammoniak, Harnsäure, weswegen dein Bodybuilder-Darm oftmals gegärt und voller Fäulnis ist. Es braucht die Intelligenz letztendlich, wo genau es hingehört. Richtig. Das es geht immer darum. Eigentlich kann man auch sagen, dieses intelligente Molekül ist letztendlich ein übergeordnetes. Hallo Lieben und schön, dass ihr da seid zur vorerst letzten Sendung mit Karin. Karin, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Danke dir. Also es war eine wunderbare Odyssee, die Karin und ich unternommen haben. Falls ihr noch nicht Teil davon wurdet, schaut euch bitte nochmal die letzten Teile an zum Thema Transferfaktoren. Wie funktioniert das Immunsystem? Was hat es mit eurer Persönlichkeitsstruktur auf sich? Und wieso geht ihr anders mit Stress um, wenn das Immunsystem stabil ist? Diese ganzen Sachen haben wir in anderen Teilen dieser Saga beleuchtet. Nun wollen wir auf ein ganz, ganz wunderbares Produkt eingehen, was es tatsächlich geschafft hat. Muskelschwund, was ja ein normales Phänomen heute schon viel früher als damals ist. Wir werden gleich ins Detail gehen, ab wann sowas beginnt. Um 137% zu verhindern. Genau, ja, zu verhindern. Und um 137% was zu tun? Ja, den Muskelabbau, der normal in Anführungsstrichen ja stattfindet. Also wenn man uns das klar ist, ab 50 geht das ja schon los, ganz dass genau. Letztendlich der Muskelabbau, wenn ich die Muskeln nicht benutze, sowieso rapide nach unten geht. Das heißt... Genau, und wenn ich ihn benutze, brauche ich ja auch Eiweiß. Und da wird dieses Eiweiß im Vergleich zu allen anderen am besten aufgenommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einerseits Muskelschwund zu beheben und andererseits Muskelwachstum auf eine neue Art zu fördern, dass nicht nur Bodybuilder, sondern gleichzeitig auch bettlägerische Menschen, also genau die gegensätzliche Pole, wieder beide davon profitieren. Ja, absolut, absolut. Also das ist ja, sagen wir mal, wir erleben ja immer wieder die Situation, wenn jemand, ich sag mal, jetzt bei älteren Menschen, wenn jemand fällt, dann heißt es so, wow, das ist der Anfang vom Ende. Genau. Und dann kommen sie oft, wenn sie dann hoffentlich wieder gesund werden, sind sie aber dann ganz klapprig und die Muskeln sind abgebaut. Wir kennen das, wenn wir einen Arm gebrochen haben, hinterher ist da nichts mehr an Muskulatur dann drunter, wenn man den Gips abmacht. Ja, weil der Muskel einfach, wenn er nicht gebraucht wird, auch sowieso abbaut. Und das ist einfach auch ein Altersphänomen, dass im Alter wir letztendlich der Muskel immer weiter abbaut, wenn wir ihn nicht benutzen. Deswegen ist es einfach extrem wichtig. Ich mache mein Leben lang Sport und bewege mich. Und und ich habe immer schon schon viele, viele Jahre ein Eiweiß für die Muskelnahrung zu mir genommen, weil mir bewusst ist, ohne diesen Körper kann ich hier nicht lange auf Erden so vital unterwegs sein. Ich bin Tänzerin und tanze unheimlich gerne. Und da hätte ich ganz gerne, dass mein lieber Körper das auch die ganze Zeit gut macht. Also tue ich doch etwas für ihn. Und damit hatte ich dieses Eiweiß. Und nachdem ich also jetzt dieses Eiweiß kennengelernt habe, vor 5 Jahren, mit diesem intelligenten Molekül, darf ich wirklich sagen, dass ich deutlich spüre, dass ich eine Art von anderes Bewusstsein in meiner Bewegung habe. Wow. Ja, also ich bin immer schon noch Tänzerin gewesen, habe immer schon auch Ausdruck hinbekommen, aber ich habe gefühlt, ist es wie ein höheres Bewusstsein meines Körpers. Mir ist völlig klar, welcher Muskel wann wie sich bewegt. Und dieses Eiweiß, es ist auch im Vergleich zu den anderen, das kann ich sagen, meine Muskeln sind kräftiger. In dem Moment, wo ich mal 2-3 Wochen Weihnachtspause gemacht habe, dann stehe ich wieder in meinem Studio und dann merke ich, bam, die sind wieder da. Da ist also kein Abbau, da ist kein Einschlafen drin. Ich erlebe, dass die Muskulatur für mich kräftiger ist. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich kann da reinfassen und ich spüre, der Muskel an sich ist kräftiger. Und wenn man jetzt verstanden hat, also dieses Whey-Produkt, was ich früher genommen habe, hat ja manchmal, ist ja nicht alles in die Muskulatur hineingekommen. Und da muss ich eingreifen. Ja. Darf ich kurz intervenieren? Ja, schön. Weil viele werden jetzt aufschreien werden und sagen, David, du hast immer gesagt, auf gar keinen Fall Eiweiß nehmen, weil bei der Verstoffwechslung von Eiweiß entstehen Stickstoff, Harnsäure und Ammoniak. Weil es gibt eine sogenannte biologische Wertigkeit und das beste Kobe-Rindfleisch kann nur zu 23% aufgenommen werden. Und das heißt, wir haben auf der anderen Seite 77%, die als Abfall gelten. Und diese Stoffwechselreste, diese Stoffwechselabfallprodukte sind Stickstoff, Ammoniak, Harnsäure, weswegen dein Bodybuilder-Darm oftmals gegärt und voller Fäulnis ist. Eiweiße, wenn die nicht verdaut werden, entsteht sogenannte Fäulnis. Und jetzt kommen die intelligenten Moleküle ins Spiel und jetzt dieses Whey-Protein. Die biologische Wertigkeit ist so hoch,
dass durch die intelligenten Moleküle das Eiweiß durch die Darmwand transportiert werden kann, weil auch auf der Darmwand, auf den sogenannten Mikrovilli, auf den Darmzotten, diese Mucosa belebt ist von Bakterien, belebt ist von Mikroorganismen, die ja jetzt neu gesteuert werden. Das heißt, die Transferfaktoren, die in dem Eiweiß drin sind, sagen, hey Schatz, du kannst aufmachen, das hier ist sicher und es ist so klein, du kannst es sofort verdauen und auseinanderbauen und daraus die Aminosäure gewinnen, die dann später die Muskelzelle aufbaut, weil der Körper kann kein Eiweiß aufnehmen. Der Körper kann nur Aminosäuren durch die Schleimhaut durchlassen. Eiweiß muss immer zerlegt werden. Das heißt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wer also nur normales Eiweiß nimmt, dem habe ich schon immer gesagt, nimm auf gar keinen Fall mehr Eiweiß, sondern nimm Lysin, Threonin, Tryptophan, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin, einzeln. Glucamin und Glucosamin. Leute, es gibt so viele wichtige Aminosäuren. Das ist so komplex, die alle einzeln zu nehmen, dass gerade so ich das hinbekomme. Was, wenn ich euch jetzt sage, dass durch dieses bestimmte Polypeptid, was in dieses Eiweiß eingebaut ist, dieses Eiweiß nicht mehr schädlich, sondern ehrlich gesagt sogar positiv für den Darm und für das Immunsystem agiert? Seitdem ich Kind war, habe ich immer versucht, mehr aus meinem Körper herauszuholen. Ziel war eigentlich immer, viel Muskeln aufbauen und relativ wenig Körperfett zu haben. Da habe ich verschiedenste Produkte ausprobiert, was es alles so auf dem Markt gibt. Die Palette ist ja riesenlang, bis hin auch zu zum Einsatz von Anabolika. Es gab eine Zeit, in der ich Bodybuilding auf der Bühne gemacht habe. Hier siehst du mal ein kurzes Foto dazu. Das war meine Form damals gewesen. Das war 2014 bis 2016. War meine aktive Zeit, wo ich das gemacht habe. Und ich war der Meinung, dass so eine Form, ja, das ist die kleinste Form, die man im Bodybuilding machen kann, unter natürlichen Umständen nicht erreichbar ist. Vor 2 Jahren sind dann die intelligenten Moleküle in mein Leben getreten und ich habe mit dieser Intelligenz angefangen, diese einzelnen Systeme in meinem Körper, ja, sei es jetzt die Männlichkeitshormone, sei es die Stresshormone und so weiter, einzeln zu regulieren. Das kann der Körper selbst, wenn er diese Intelligenz hat, und bin dabei auch auf ein Protein umgestiegen, was mit diesen intelligenten Molekülen versetzt ist. Ja, wir haben ein Whey-Protein und ein bisschen Ei-Protein und da ist das intelligente Molekül rangekoppelt. Und spannend ist das, was ich dadurch jetzt erleben konnte und was sich bei mir eingestellt hat. Ich habe jetzt für mich die Form, auch hier ein aktuelles Foto, ja, die ich damals auf der Bodybuilding-Bühne hatte, ohne dass ich irgendwelche Substanzen, abgesehen von diesen intelligenten Molekülen, in meinem Körper habe, und muss sagen, es ist für mich Wahnsinn. Ja, weil der Einsatz von, was ja Medikamente sind, anabole Steroide, hat natürlich auch eine ganze Menge Nebenwirkungen, die da passieren. Und gemerkt habe, wenn ich das trinke, also es kommt erstmal am Ende nichts mehr bei raus, habe ich das Gefühl, als wenn alles, was ich reinpacke, vom Körper aufgenommen, verarbeitet wird. University, die untersucht hat, ein gängiges Whey gegenüber diesem intelligenten Protein, und die beiden Sachen wurden miteinander verglichen und die Wirkungen, ich muss schon fast sagen, die sind eigentlich verrückt, weil die zum Teil entgegengesetzlich sind. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist absolut so. Das kann ich mir genauso vorstellen. Das heißt also, es braucht die Intelligenz letztendlich, wo genau es hingehört. Richtig. Es geht immer darum. Eigentlich kann man auch sagen, dieses intelligente Molekül ist letztendlich ein übergeordnetes Prinzip. Das hast du irgendwo in unseren anderen Treffen immer schon mal auch so ein bisschen erwähnt. Also entweder man kann sagen, es ist wie ein Dirigent, was letztendlich jedes einzelne Instrument, jeden Musiker an sich erstmal in eine wunderschöne Partitur hinein dirigiert. Ja, wenn die alle so durcheinander spielen, wenn die sich so einspielen, hört sich das ja alles angenehm an. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist wie ein Coach übergeordnet. Das ist wie ein Bauleiter, der die Handwerker und den Mörtel und die Steine und weiß, wo was hingehört, der sagt, wo was hingehört. Und das ist eben genau das. Immer, egal mit welchen Substanzen, diese Intelligenz bringt immer zielgerichtet die Substanz dahin, wo sie im Körper wirklich braucht. Das finde ich fantastisch. Denn jetzt stellt euch vor, ein Eiweiß wird zerlegt in mehrere Aminosäuren. Ja, die Eiweiße bestehen aus solchen Ketten von Aminosäuren. Die werden zerlegt, ja, werden aufgespalten durch ein gesundes Mikrobiom, durch eine Intelligenz des Körpers, die gefördert und getriggert wird durch diese Transferfaktoren. Dann ist aber damit noch nicht genug getan, sondern die Transferfaktoren sagen genau dem Körper, weil sie auch im Blut sind, sie sind also, ihr müsst euch vorstellen, hinter diesem Mikrovilli liegt hier unten dann der Blutstrom. Und alles, was durch diese Schleimhaut durchgeht, und die ist bei den meisten porös, hat Leaky Gut oder ist entzündet, das wird auch regeneriert. Aber jetzt geht es erstmal darum, wenn hier was durchkommt, geht es ins Blut und dann kommt es
die Eiweiß, die Aminosäurenzelle ins Gehirn, um neues Gehirn aufzubauen. Die geht in den Fußzeh, um da Kollagen zu bilden. Oder sie macht eure Falten weg. Und jetzt haltet euch fest, je nachdem, was der Bauherr gerade vorhat, da wird es hingeschickt. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe mit Muskelschwund, dann wird natürlich zuerst das Muskelgewebe aufgebaut. Aber in anderen Teilen des Körpers kann es sein, dass Knochen, Gelenke, Bänder, Faszien, Sehnen aufgebaut werden. Alles besteht aus Eiweiß. Jede Immunzelle, Leute, woraus bestehen Enzyme? Woraus bestehen die wohl? Aminosäuren. Woraus bestehen Hormone? Woraus bestehen Neurotransmitter? Wie kann aus Tryptophan Serotonin werden? Wieso werde ich glücklicher durch diese Eiweißkombination? Jetzt versteht ihr es. Weil letztendlich aus der Aminosäure kann der Dirigent entscheiden, wo ist es am wichtigsten. Ah, der ist in Depression. Erstmal Depression, weil dann wird er selber Sport machen, dann baut er schon Muskel auf. Leute, es gibt eine übergeordnete Ordnungsstruktur. Ein Feld, was wir als göttliche Matrix, ja, die Quantenphysik hat es uns belegt. Es gibt eine höhere Ordnungsstruktur, ein Feld, das wir als Blaupause bezeichnen, wo eigentlich der perfekte Plan für jeden von uns angelegt ist. Und wisst ihr, wo der auch ist? Im Auge des Betrachters. Das heißt, wenn ihr in den Spiegel schaut, wüsstet ihr ganz genau, wie euer Körper eigentlich aussehen müsste. Ihr wisst ganz genau, diese kleine Speckscharte, nein, die gehört da eigentlich nicht hin, wenn ich ehrlich zu mir bin. Und dieser Haarausfall hier gehört eigentlich auch nicht dahin. Und diese graue Star oder die Brille, Leute, seid ehrlich zu euch, ihr seht im Spiegel ganz genau, was die Blaupause für euch wäre. Und eigentlich ist jeder von euch ein wunderbares, schönes, göttliches, vollwertiges und energetisches, kraftvolles Wesen, das eigentlich aus einer eigenen Instanz heraus vor Kraft strotzen müsste. Jetzt fehlt aber ein Regulationsmechanismus, den wir hier jetzt extern einführen können. Wir können noch so viel in geistigen Welten abtauchen. Leute, wir haben nicht umsonst einen physischen Körper hier auf der Erde manifestiert, um mit ihm zu arbeiten. Und zwar, jetzt verstehe ich auch wieso, wir können da auch was reingeben, dass in der geistigen Welt sich was löst und wir können überwiegend auch über die geistige Welt arbeiten. Aber hier gilt es jetzt erstmal, geistig das hier erstmal rattern zu lassen, zu verstehen, was sagt er da überhaupt. Dann vielleicht mal zu sagen, ich teste das mal und da mal reinzuspüren, was passiert denn von unten heraus. Weißt du, was du gerade so schön gesagt hast? Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir haben hier kein Wundermittel, ja, aber wir sind ein Wunder. Wir sind ja ein Wunder. Ja? Das heißt also, dass unser Körper, unsere, diese ganze Homöostase, dieses Zusammenspiel, ja, ich meine, jeder, der einen Säugling sieht, sieht, wenn ein Baby geboren wird, das ist ein Wunder. Ja. Das ist 360 Grad Strahlkraft, pure Liebe, wenn es auf die Welt kommt. Ja? Und das ist etwas, was wir nur vergessen im Laufe des Älterwerdens. Und es ist wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir Wunder sind. Und wenn die Zellen wieder in ihrem Optimum sind, ja, in dem Sinne würde ich sagen, ist es tatsächlich auch eine Art Wundermittel, ja, verstehst du, das mich daran erinnert wieder, dass ich ein Wunder bin. Ja. Und zum Schluss haben wir noch eine geniale Möglichkeit. Wenn ihr jetzt hier drunter den Link klickt und Karin anschreibt, kriegt ihr 25% auf alle Produkte, die Transferfaktoren beinhalten. Ja, so einfach ist es. Karin, was bietest du trotzdem noch an dazu, zu diesen Prozenten? Ja, also ich sag mal, wenn jetzt jemand ein bisschen mehr wie Beratung braucht, weil er vielleicht jetzt die ganze Reihe gesehen hat und verstanden hat, ich nehme an, zum Beispiel hat jemand Neurodermitis, dann nehme ich mir wirklich einfach auch ein bisschen mehr Zeit mit demjenigen, gucke das ein bisschen so, wo sein Körperchen steht, was da so los ist, was zu regulieren gibt, um ein bisschen ihn in ein Optimum an Empfehlungen zu geben. Perfekt. Denn man könnte unterschiedliche Produkte für euch zusammenstellen, die genau für eure individuelle Situation, an eure individuellen Bedürfnisse angepasst sind, damit ihr in die Kraft eures Lebens kommt, in die Transformation und in eine Neuorientierung. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Alles Gute. Karin und Mr. Raw lassen grüßen. Wir freuen uns. Ciao. Das heißt, Leute, denkt nicht, ein schwaches Immunsystem, da ist man wischiwaschi, traut sich seine Meinung zu sagen, ist verhalten, aber zum falschen Zeitpunkt auch mal energisch, rastet dann aus bei Familienmitgliedern. Womit du auf einmal auf Whey-Eiweiß, das, was du immer als letztes empfohlen hast, oder besser gesagt dämonisiert hast. Leute, seht ihr, wie wenn man die Perspektive wechselt, es gibt vor allem was Gutes. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt was ganz Neues für dich, und zwar den Inner Circle. Eine Wissensplattform, wo ich mein geballtes Wissen der letzten Jahre unzensiert zusammengefasst habe. Mit einem Expertenteam rund um das Thema Gesundheit und viele andere spannende Themen findest du dort neue Hintergründe zu meinen Geschichten und zu den Informationen aus diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.